Ich empfehle, in Deckung zu gehen. Nun, das lief gar nicht so schlecht. Macht sie auf euch aufmerksam. Kleriker, komm mit mir. Saloons Licht wird das Böse vertreiben. Steigt empor, meine Kinder, hoch hinauf und verschlingt die Lebenden. Willkommen zu Neverwinter. Mit Xenosan HD und Xenogirl HD. Du bist gleich offline, ne? Oh. So schnell kann es gehen, wenn man nicht aufpasst. Wenn man alles noch dreimal machen muss, weil alles falsch eingestellt ist, ne? So, dann gehen wir jetzt schnell durch die Jar-Ausstattung. Ganz kurz mal durch. Das und ja, passt so. Diesen und diesen. So. Braucht man nicht. Gibt's nicht. Braucht man nicht. Das lassen wir alles so, wie es ist. So.
So, dann nach unseren Arm, ne? So, da starten wir mal in die Tutorial. Jo, machen wir mal. Ich überspringe auch größtenteils alle Sprachkarteien, weil das nervig ist. Wer sich angucken will oder durchlesen will, kann Pause machen. Ja, ich sag's nur. Auf der Karte werden Wegpunkte angezeigt. Die Interaktion mit Charakteren und Objekten erfolgt über die F-Taste. Drücke I, um das Inventar zu öffnen. Durch Doppelklick wird der entsprechende Gegenstand angelegt. Mit der F2-Taste kann zwischen den Modi für Mauszeiger und Maussteuerung gewechselt werden. Brauchen wir gerade nicht. Die Questverfolgung zeigt aktuelle Questziele an. Lagerfeuer sind Ruhezonen, in denen sich nicht befindliche Abenteurer heilen können. Na dann haben wir es geheilt und es rennt. Schön, dass es bei dem Schreck. Auch wenn wir die Gruppen in den Geist verbreiten konnten, sind die Kämpfe noch lange nicht vorbei. Durch Linksklick wird ein unheimlicher Stoß auf einen einzelnen Gegner gewirkt. Warum ist die Tutorial-Einstellung im Slot? Wo haben wir denn den Typen? Da ist einer. Hilfe! Vorsichtig da draußen! Oh. Machen wir schon. Vor der angreifen konnte, bin ich fertig. Geil. Ich brauche einen Kleriker. Die Leertaste dient zum Springen. Wir hatten Glück, dass wir Melibras angriffen. Danke für die Hilfe mit unseren Aufsteigen. Neue zugängliche Optionen. Leider habe ich eine Stelle dabei auch wichtige Quests angekündigt. So gut, ich muss mal alles leiser machen. Das ist ja schlimm. Eigentlich kannst du deinen Boxen leiser bringen, das dürfte eigentlich nicht stören. Darum geht's mir eigentlich gerade nicht. Das ist so auf mein Ohr übelst laut. Und meine Kopfhörer sind nicht laut gedreht. Den Typen hier oben auf den komischen Drachen muss ich nicht anquasseln, ne? Ich hab jedes Mal das den angequasselt. Hätte ja sein können. Das einzige, was nervig ist, wenn man Musik von einer Plattform nutzt, dass immer die Werbung kommt. Weißt du? Jo. Aus Burg Never und für die Brücke des starkenden Drachen.
Moment. Wenn die Brücke fällt, ist das Herz unserer Stadt, die Protectors Enclave, schutzlos ausgeliefert. Ah. Ich muss mich hier um die roten Magier kümmern. Bitte helft ihr den Verteidigern auf der Brücke. Vernichtet die untoten Soldaten. Durch Brücken der Kuh-Taste und führt die Flammen über. Wenn ihr einen Feind mit diesem Zauber tötet, erscheint ein Seelentod. So, dann donnern wir mal hoch auf die Brücke. Das ist ein übelster Bass auf mein Ohr, das geht ja nicht. Aber was soll's. Hm? Okay, der Katze spielt in der Winner, was da los? Ich stelle mich jetzt gerade beim zweiten Mal ein bisschen blöder an. Ich weiß nicht, irgendwie kriege ich das nicht richtig auf die Reihe. Ha? Oh Mann, ey, diese lange Tutorial. Jo, wir haben Level 4 erreicht. Oder Stufe 4. Hey, ja, Stufe 4. Warum habe ich denn eigentlich mit einmal ein Schwert in der Hand? Nimm mir mal Zauberzepter. Komisches Ding. So, dann haben wir das erste Teil fertig vom Tutorial. Boah, ich möchte den Ton von dem zweiten Computer einspeisen.
möchte die Ton von der zweiten Computer einspeisen. Warum? Weil das nicht so funktioniert, wie ich das gerne möchte. Da schließen wir dieses noch ab und danach ist Folgenende. Ihr müsst den Großteil eurer Habe verloren haben, als euer Schiff von dem Drachenlich angegriffen. Sprecht mit Versorgungsfeldwebel Quinn. Er wird euch mit dem Notwendigsten ausstatten. Ich habe von den Ereignissen. Als Teil dieses Auftrags feuere ich Abenteurer wie euch an, um Bedrohungen zu beseitigen, bevor sie die Tore der Stadt erreichen. In der Truhe hinter mir sehen wir eine Belohnung für das, was wir heute verbracht haben. Ich habe die sofern ihr daran interessiert seid. So, dann sagen wir hier. Was, schon Ende? Ja. Wow, bist schon fertig? Das ging auch. Ja. Dann sagen wir jetzt hier mal ciao. Ja. Bis zur nächsten Folge. Ja, mal gucken wann. Ja, mal gucken wann. Bei dir im Upload? Ja, mein Upload ist echt von Arsch. Da können andere echt sich freuen, dass sie hohe haben. Ja. Viel Spaß beim Zugucken. Genau, wieder schauen und reingehauen. Ja.